Familien, Zockerfreunde und Freunde der Nacht und herzlich willkommen zum Let's Play von Resident Evil 7. Wie heute bereits angekündigt, kommt auch heute noch der Part. Und bevor wir lang quasseln hier, würde ich mal sagen, viel Spaß und wir starten das Spiel. Wir nehmen den Schwierigkeitsgrad, ich denke mal einfach normal, dann passt das schon. Dann haben wir ein bisschen Action und let's go. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Okay, das klingt ja mal nicht so toll. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Okay, da geht's wohl los, das Spiel. Oh, in den Wald reinfahren, das ist nie so toll. Ist da der Fehler? Oder sie? Was sind wir denn überhaupt? Ah, sieht aus wie ein Kerl. Warum bleibst du mitten im Wald stehen? Das schaut schon richtig spooky aus. Hier sollte es sein. Ah, okay, das wird irgendwas mit dem Video zu tun haben, das was wir gerade gesehen haben. Okay, WASD ist hier standardmäßig das Gehen. Fliegen. Ich glaube, ich stinke, ich habe mich noch nicht geduscht heute. Oh. Alter. Nee, du wirst. Was? Spielhinweise ansehen. Ah, wir haben ein paar Karten. Unsere Mission wird mir finden sein. Okay. Wir sind jetzt wohl da. Da oben ist ein Tor. Da unten geht es rüber. Passt. Okay, dann haben wir eine Map. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Ah, das schaut so richtig spooky aus. F. Ah, da ist eine Kette, da kommen wir nicht rein. Nochmal. Nee, tut mir leid. Müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Aber wir haben auf der Map eh schon gesehen, wie wir. Ja. Aber wir werden uns. Ah, das Haus, das schaut wirklich krass aus. Das. Ich finde generell die Grafik not bad. Also wirklich hammermäßig. Mit Shift können wir laufen, okay. Was ist das für ein Auto? Das sieht so ein bisschen aus wie so, ist das ein Campingmobil. Öffnen. Was haben wir da? Was Seaver Guard Episode 7 Projektvorschlag. In einem Geisterhaus von Louisiana schleichen.
Schließ dich uns an. Ah, okay. Öffnen oder was können wir das nicht? Das, keine Ahnung, wird wie irgendwas. Ah, das wird so ein Filmteam sein. Wie sagt man so? So Geisterjäger oder sonst irgendwas wird das sein. Ja, ich vermute schon, da haben wir so ein Kamerastativ. Ah, ja, ja, das wird sowas sein. Aber das schaut ein bisschen verwüstet aus. So, das war mein Handy. Entschuldigung. Nimm ihre Gabe an. Oh, okay. Accept her gift. Von wem redet's denn hier? Also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich weiß nicht, kann vielleicht dran liegen, dass es sehr kalt ist, aber... Kann aber auch vielleicht ein bisschen an der Atmosphäre vom Spiel liegen. Wer ist das? Habt ihr den Typen mal gesehen? Wer war das? Hallo? Wo ist der hin? Wo ist der hin, der Typ? Boah, jetzt krieg ich Angst, ohne Scheiß. Ich bin ja normal, ist nicht so der Typ, der was bei Horrorspiele viel Angst hat, aber. Alter, was ist denn das? Ah, das sind die Raben, die was da dieses komische Geräusch machen. Ach du Scheiße, hä? Alter, was ist denn das da? Sind das Menschenteile? Nein, das sind keine Menschen, das sind Kühe oder so. Ach du Scheiße. Was fresst ihr da? Ja. Wie kommen wir da jetzt weiter? Der Typ muss ja irgendwo entlang gegangen sein, oder? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir können da unten durch, ha? Ja, cool. C hocken. Dann wird aber der Typ auch dort entlang gegangen sein. Schaut wohl dann auch aus, wie wir am Haus wären. Oder irgendwas so in der Art. Was war das? Da haben wir hier runter müssen, oder? Ja, bleibt mir nichts über. Bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist eine Tasche. Führerschein. Ich kann da drauf leider nichts entziffern. Ich habe nur gelesen, dass da irgendwas Texas. Da ist sonst irgendwas Interessantes? Ne, okay. Irgendeine Frau aus Texas mit. War das die Mia? Ist das die Mia, was wir da gerade gesehen haben? Die hat doch auch lange schwarze Haare gehabt. Also ich verstehe echt nicht, warum wir da so einem Psychopathen hinterherlaufen. Können wir da raufschackeln? Wow. Hui. 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 Ah, man kann nicht springen, schaut. Okay. Genug Spaß für heute.
Okay. Also den Abschnitt hier kenne ich aus der Demo. Ja, oder zumindest aus der Demo-Videosequenz. Also jeder, der was die Demo gespielt hat oder gesehen hat, der kennt das Interview da, wo drei seine Typen da irgendwie so hergehen und da zu den Haus da. Sind wir da jetzt wirklich... Alter, ich will doch nicht... Schaut doch, wie dunkel das da ist. Ich geh doch da nicht rein. Okay, Augen zu und durch. Boah, Alter. Ja, man schon denkt, irgendwas ist da. Warum geht man in so ein scheiß Haus rein? Ernsthaft? Ich kenne das Haus. Ich will doch nicht weitergehen. Ah ja, genau. Braucht man einen Schlüssel dafür. Ich glaube, ich mach da lebt, ich mach der total verrückte Typ da. Lecker. Ich hab grad so panische Angst, ohne Scheiß jetzt. Da war mein Hände waschen. Ja toll. Auch mit dran. Das ist eigentlich alles genau gleich wie in der Demo. Ah, ekelhaft. Gehirne. Was ist da? In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Aber was hat der noch in den Kackhaufen oder so? So soll man raufgehen. Ich geh jetzt mal rauf. Ich probiere es einfach mal. Also sollte jetzt laut schreien oder so, dann wisst ihr, dass irgendwas passiert ist. Auf jeden Fall ist der ganze Typ schon mal nicht hier. Sag mal. Ah, da können wir speichern, sehr gut. Wir lassen das mal abspeichern. Das ist gut, also wissen wir, Kassettenrekorder ist zum Speichern. Verfallenes Haus, okay, danke. Videokassetten, brauchen wir nur mal einen Videorekorder und einen Fernseher. Kann man irgendwas aufmachen? Nee. Warum gehen wir freiwillig in so ein Haus rein? Bitte erklärt es mir das einmal. Weil mir ganz genau gesehen hat, dass irgendwas auf, ja keine Ahnung, irgendein Typ rumläuft. Hey, wir müssen ja die Mia finden. Deswegen sind wir in so ein Haus rein. Ist irgendwas Interessantes da noch? Zugesperrt. Ah, zu. Was haben wir jetzt? Da ist offen. Kannst du die Tür bitte wieder zumachen oder so? Ja, da fehlt die Sicherung. Wo kriege ich die Sicherung her? Okay. Schaut aus wie eine Zelle oder so. Da haben wir auch noch ein Foto.
Okay. Schau, da liegt mir irgendwie auf dem Bett und irgendwas. Okay, leck mich doch am Arsch. Aha. Okay. Eine Frau von einer oder ein Foto von einer Frau. Frage ich nur, welche Frau? Ist der Hebel eigentlich noch da? Der ist leider nicht da, aber den kann man nicht betätigen, komisch. Da sind jetzt mal das Video rein. Der ist da. Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Okay. Sei nur nicht überrascht, das ist jetzt die gleiche Videosequenz wie aus der Demo. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Das ist, glaube ich, das Fernsehteam, das was wir den komischen Wagen da vorne gefunden haben. Aber ich merke schon, das Spiel Laufen macht wir? Spaß. Das macht sehr okay, Spaß. Los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also... Ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Trottel. Schauen wir mal, was da drin steht. Oh, Scheiße. Geister im Boyo gesichtet, okay. Das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Jeez. Andre? Jetzt ist er weg. Andre! Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Nee, tut mir leid. Wo ist der? Möchte ja ganz ehrlich nicht wissen, wo der ist. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Nächste Tür, bitte. Was war das denn? Schau rein. Hast du es gehört? Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan.
Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Richtig. Und bitte geh voraus. Ich folge dir. Denn ich weiß ja schon ungefähr, was passiert. Denke einmal. Ja, bitte, runter mit dir. Du zuerst. Ja, mach ich doch. Auch eine nette Einstellung, wie ich. Ja, mach ich schon. Na, keine Panik. Du zuerst. Alles, Roger hier unten. Kannst runterkommen. Da ist nichts los. Alter, wie weit geht's denn da runter? Die Marsch ist so weit runter. Was siehst du? Nix, ne? Komm runter, dann siehst du es auch. Komm. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Hallo? André? Und da war unser Freund wieder. Genau dem Freund, den wir zuerst gesehen haben, war das. Denke mal. Mann! Ja, grausig, gell? Aber jetzt wissen wir, dass wir da den komischen Ding betätigen können. Alter. Jetzt können wir da durch. Bin aber nicht sicher, ob wir da runter können jetzt. Schauen wir mal. Doch, können wir. Ernsthaft jetzt, du gehst jetzt da runter. Du hast doch, die hast du doch gerade das Video angeschaut, Alter. Scheiße. Scheiße. Verdammt. Ja, das kannst du laut sagen. Wie kann man da nicht mehr rauf? Hallo? Okay, das ist wieder ein neues Gebiet für mich. Ich überlege, die kenne mich da ein bisschen aus. Wow, was ist denn diese Drecksuppe hier? Das ist total ekelig. Aber ich hasse das, wenn man so dunkle Dinge reingehen müssen. Da wo es nichts ist. Ich, ohne Scheiß, ich hasse das. Wie die Pest hasse ich sowas. Ich hoffe mal, es ist auf YouTube nicht zu dunkel. Aber ich sehe es dann eh, sonst gibt es ab morgen ein bisschen hellere Let's Plays, damit sie einfach besser seht. Du verkackte Scheiße. Oh, was ist das für ein kranker Typ, das ohne Scheiß jetzt? Habt ihr was gehört? Ich hab was gehört. Ich weiß aber nicht, was das war. Aber weil da oben im Kopf gegen die Lampe gestoßen bin. Das ist doch das komische Dings vom Foto, oder? Du Scheiße. Was macht der Typ da unten? Hallo? Angespannte Situation. Sehr angespannt die Situation gerade. What the fuck? Warum brennt dort Licht? Hallo? Mia? Das ist die Mia. Scheiße. Das ist ein Schloss. Wir müssen die da rausholen. Was ist das? Was bandet? Okay. Okay. Das ist ein
Bolzer schneller. Sehr gut. Kann man denn irgendwo speichern oder so? Das haben wir jetzt idealer Punkt zum Speichern ist. Boah, verfickte Kacke nochmal. Okay, wir machen jetzt einfach auf. Bolzer schneller, dann geht das schon. Ich hoffe, da kommt nichts. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Wer ist Daddy? Mia, was ist los hier? Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst Zaunhetz. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Komm, gib Stoff mir, ohne Scheiß jetzt. Ja, was ist das denn? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Alter, ohne Scheiß, was macht er da? Alter, das ist so ein richtig kranker Typ, das ist ohne Scheiß. Alter Schwede. Was hat der da Mia, operieren? Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Ja, dann bitte gib Gas, Mädchen. Gib Gummi. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie Achtung, hat mir da Dosen. Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Das sind Dosen, Mädchen. Nicht anpuffen. Mia. Ich hoffe, du weißt wirklich, wo wir hin müssen. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Du bist, was hat denn der Typ nochmal? Ja, da gibt's ganz bestimmt nirgendwo was. Was ist da oben eigentlich, die komische Puppe? Scheiße, schaut aus wie die Mia. Was? Mia? Was ist passiert? Ohne Scheiß. Mia? Ich mag da nicht rein. Nee, ohne Scheiß jetzt. Okay, verfickte Kacke nochmal. Nix drinnen. Kaputte Leitung. Man kann echt nur in die Speicherpunkte speichern. Oh!
Karte des Gästehauses. Cool, das ist gut. Arkeleck. Okay, schauen wir weiter. Ich kenne das auch irgendwoher. Erste Hilfe Arznei, okay. Das heißt schon mal, es wird jetzt dann ein bisschen zum Kämpfen oder so. Irgendwas in der. Nochmal erste Hilfe. Oder sonst irgendwas. Wer klopft da? Da ist zu. Wo klopft da was? Wo ist es? Warum ist jetzt aus? Entschuldigung, wenn ich nicht so viel rede, aber ich bin da sehr angespannt, was das Spiel anbelangt. Ich finde es schade, dass man das mit VR spielen kann, denn das wäre. Boah, nee, Alter, da würde ein Herz einfach kriegen, wahrscheinlich. Alter, da kannst du mir. Da glaube ich gleich in das. Da glaube ich gleich fürs Krankenhaus völlig. Was ist da?